Hallo Leute und willkommen zurück zu einem lang vergessenen Projekt. Oh yeah, let's play Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, es ist ein Monat her, seitdem ich das letzte Mal eine Folge dazu hochgeladen habe. Und zwar, ihr kennt ja die Geschichte, einige von euch zumindest. Und zwar ist mein Save State abgekackt und deswegen konnte ich das Spiel nicht mehr spielen, wo ich war. Ja. Und dann hatte ich eben keinen Bock, das alles nochmal zu spielen, aber es hat jetzt lang gedauert, bis ich das hingekriegt habe wieder. Und ja, es gibt eine Sache, und zwar, ich habe vorhin wirklich lange gesucht, aber ich habe mich jetzt noch kurz geheilt, weil vorhin habe ich noch trainiert und so. Es gibt ein klitzekleines Problem, und zwar konnte ich Togepi nicht fangen. Ich habe kein Togepi gefunden, der liebe Sambo ist zurzeit noch nicht dabei. Das heißt, ich werde ihn später dann nachfangen müssen. Egal, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, auf jeden Fall. Die Pokémon haben wir trainiert, und zwar... es gab eine Unterbrechung. So, und zwar hier... Etendo ist auf Level 14 jetzt. Dann sind Nirko auf Level 17 und Cat Power auch. Und Poison habe ich immer noch nicht trainiert. Und Fabian und David sind auch alle auf Level 17. Ja, alle unsere Pokémon sind auf Level 17. Außer eben... und eben noch Ding. Etendo, aber Etendo ist auch auf Level 14, das ist auch relativ gut. So soll ich mal sagen, wir kämpfen gleich mit unserem Rivalen. Und ich habe Angst, dass es ein wenig, naja, schlimm wird. Egal, auf jeden Fall, wir kaufen mal ein paar Sachen hier. So, ah, Supertränke, das ist gut. Drei Supertränke und so Gegengifte kaufe ich drei. Dann kaufe ich Pokebälle. Wie viel habe ich? Ich habe 7. Ja, dann kaufe ich 3. Dann habe ich 10. Okay, wir haben von allem bis jetzt 3 gekauft, was zum Teufel. Und okay, dann... ja, sonst fehlt uns nichts. Paraheiler vielleicht, aber egal, ich glaube, wir haben eh genug. So, okay, dann kämpfen wir gleich gegen unseren Rivalen. Okay, so, da oben ist er. Ich habe übrigens vergessen, wie ich ihn genannt hatte. Auf jeden Fall, so. Was soll ich machen? Ja, ich wollte da Nirko auf Platz 1 geben. So, unser Starter-Pokémon. So, dann gehen wir mal gleich rauf. Lalalala. Okay, und... oh mein Gott, was ist denn da los? Wie geht's? Hi, Lucifer! Ich konnte es lesen. Hi, Lucifer, wie geht's dir? Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue, starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast, Lucifer. Okay, ich habe gerade Angst. Ich hoffe, die Level sind nicht so hoch bei ihm. Okay, Tauboga. Das ist schon mal nicht gut. Und auf Level 17. Okay, ja... ich hoffe nicht, alles ist auf Level 17. Okay, dann mal Donnerwelle. Nein, nicht Sandwirbel, wieso tust du das? Jetzt wird Donnerwelle erst recht nicht treffen, verdammt. Aber es ist getroffen, oh Gott sei Dank. So, Windhose, nicht Ruckzuckieb. Oh oh, das ist zu viel Schaden. Und wir treffen nicht. War klar, dass es damit anfängt jetzt schon. Los, Windhose, ah gut. Puh. Und, okay, das ist auch gut Schaden. So, paralysiert, jetzt kann ich angreifen. La 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 la. Und wir treffen nicht, wir können nicht angreifen und Tauboga setzt Sandwirbel ein. Das heißt, wir werden komplett nie wieder treffen können. Boah, Windhose. Ja, Ruckzuckieb, komm schon, 10 KP, ja. Komm schon, Nirko, das kann doch wohl nicht wahr sein. Komm, Windhose, okay, einmal getroffen. Da, 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 da. Bam, bam, bam. Okay, Tauboga steckt zurück, perfekt. So, mal gucken. Okay, wir treffen. Das Gute ist, wenn wir treffen, greifen wir als erstes an. Daran können wir es erkennen. Okay, und Tauboga steckt zurück. Das ist perfekt. Und wir treffen nicht mehr. Aber ich glaube, Tauboga ist paralysiert. Ja, okay, gut. Okay, egal. So, jetzt Windhose und... passt, super. Komm schon, stirb, Tauboga. Verdammt, okay, Tauboga ist paralysiert. Komm, Nirko, ein letztes Mal noch treffen. Dann werde ich auswechseln. Okay, super, Nirko. Super Arbeit hast du geleistet. Okay, Tauboga ist schon mal hin. Dann wechsle ich mal aus auf. Okay, Radplatz. Da werde ich mal den lieben David ins Rennen schicken. Da, 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 da. Boah, ich habe so lange keine Mucke mehr gehört von Pokémon. Ah ja, übrigens, ja, stimmt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Pokémon Let's Go, Evoli und Let's Go Pikachu sind schon draußen. Und ich wollte mal fragen, wer von euch hat das Spiel eigentlich alle? Ich bin ja nicht so ein großer Fan von den ganzen Trailern und so gewesen. Ich mag es einfach nicht, dass das Spiel zu sehr wie Pokémon Go wird. Aber, ja, erzählt mir, wie euch das Spiel gefällt, eben denen, die das Spiel haben. Weil, vielleicht kaufe ich es mir auch irgendwann mal. So, aber auf jeden Fall, ich schaue es gerade bei Domtendo. Es schaut besser aus, als ich vermutet hatte. Das muss ich schon sagen. Okay, Abra, ich denke, Abra, dieser Abra kann gar nicht, glaube ich. Deswegen,
La 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 la. Ja, ich bleib bei David einfach. Egal, ich will jetzt nicht irgendwie alles riskieren. Doppelkick und Teleport. Joa, ich hatte recht. Doppelkick und... Ah ja, stimmt, du bist ja ein Psycho-Pokémon. Wow, Volltreffer. Cool. Okay, dann Schnabel. Mal gucken, ob das was bringt. Halt, ob das mehr abzieht als Doppelkick. Ja, tut es. Okay, und da erreicht Level 18. So. Da erreicht Level 18 und... Da versucht Giftstachel zu lernen. Mal schauen. Wäre eigentlich cool zum Vergiften. Okay, ich denke... Silberblick. Silberblick könnte ich vergessen, ja. Ich sollte meine Attacken lieber sortieren, yeah. Okay, David hat Silberblick vergessen und er lernt Giftstachel. So, als nächstes wird Bisasam. Okay, Bisasam. Ich würde sagen, Fabian regelt das. Weil eben Fabian sowohl Flug als auch Psycho-Pokémon ist. Das ist gut gegen Gras und gegen Gift, also. Ja, Pflanze, was für Gras? Wie komme ich auf Gras? Okay, so. Schnabel und. Wie viel Schaden macht das? Gut, das ist guter Schaden. Okay, Rattenhieb, komm schon. Okay, passt, super. Ich meine, es wäre eh klar, weil die sind ein Flug-Pokémon. Okay, dieser Kampf war nicht so spannend, wie ich es erwartet hätte. Oh, verdammt, wieso vergiftest du Fabian? La 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 la. Okay, und Bisasam ist tot. So, das ist sehr effektiv. Bisasam wurde besiegt, cool. Fabian erhält 246 Erfahrungspunkte. Spieler besiegt überall Green. La 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 la. Hey, schon gut, was gewonnen. Lucifer gewinnt 288 Pokédollar, oh yeah. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und er habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einzüge in meinem Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab, mach es gut. Du bist komplett besiegt worden von unseren... Hallo? Oh ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du müsst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. Ruhmesdatei. Okay, danke dir. Keine Ahnung, was es ist. Ein redseliges Plappermaul wie du, das ist wie für dich geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen schere. In Ordnung, jetzt muss ich mich aber wirklich gehen. Tschüss. Ah ja, stimmt. Ja, die Ruhmesdatei war falsch. War etwas so mit mir. Eine Sekunde. Wo ist es? Basis-Items. Da. Ruhmesdatei, das sind so, glaube ich, Trainer, die eben... mit denen wir zu tun hatten, die wir schon besiegt haben und so, Eich, Sada, Rocco und so, das ist in Roccos Arena, glaube ich, gewesen und Bill, ja, keine Ahnung, wieso bei Gary, wieso Green bei Gary ist. La, 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 la. Okay, und Fabian, du bist jetzt geheilt. So, jetzt haben wir die große Nuggets-Brücke vor uns, das heißt, ich denke schon, dass das die ganze Folge in Anspruch nehmen könnte. So, la 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 la. Weil bevor ich die Stadt erkunde, werde ich erstmal Ding machen. Werde ich erstmal, wie heißt das? Werde ich erstmal die Nougat-Brücke machen, die Nougat-Brücke. So, und? Okay, du bist der erste Typ, du bist ein Käfersammler. Ach, die Musik ist so geil, ich liebe die Musik. Ich habe so lange darauf gewartet, dass mein Lieblings-Soundtrack aus Pokémon, eines meiner Lieblings. Da 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 da. La 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 la. Boah, ich muss schon weinen fast. So, okay, dann Fabian ist vorne. Ja, das liegt ja nämlich einfach an meiner Kindheit. Das hier ist die Nugget-Brücke, die Nugget-Brücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Oh yeah, und ich muss niesen. Ich mein husten, verdammt. Ich werd's aushalten, dam dam da dam. Eine Herausforderung von Käfersammler Balduin. Was sind das für Herr-der-Ringe-Namen? So, okay, da ist Robby. Und Leute, vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber... Aufgrund von vielen Anfragen und so und vielen Kommentaren, die ich geklickt habe, versuche ich jetzt langsamer zu reden, weil ich einfach viel zu schnell die ganze Zeit rede. Ich hoffe, das ist kein. Ich hoffe, ich kriege es diesmal hin. Und mir fällt gerade auf, ich habe die Community-Frage vergessen. Verdammt! Wir hatten ja meine Community-Frage bei Pokémon. Es ist schon so lange her, dass ich Pokémon aufgenommen habe. Es ist schon Neuland für mich. Okay, Horny wurde besiegt. Fabian erhält 111 Erfahrungspunkte. Als nächstes wird Safcon eingeschickt. Okay, Safcon kriegen wir auch hin. So, ich sollte schnell aufnehmen. Also Schnabel. Weil ich muss danach noch ein paar Sachen machen. Aber ich werde heute, glaube ich, einige Folgen aufnehmen. Weil ich bin einfach in letzter Zeit viel zu inaktiv. Es ist schon schrecklich geworden. Ich glaube, ich habe in einem Monat 5 oder so Folgen hochgeladen. Was zum Teufel? Seitdem ich die letzte Folge mit Majora's Mask hochgeladen habe, habe ich 5 Abonnenten verloren.
Ja, ist jetzt nicht, ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber dennoch. Das zeigt mir, dass die Leute das nicht gerne sehen wollen, dass ich eben einfach nichts hochlade die ganze Zeit. Und vor allem nicht, wenn ich die ganze Zeit sage, ja, ich sollte jetzt viel mehr hochladen, ne? Okay, Kokuna wurde besiegt. 151 Erfahrungspunkte. Spieler besiegt Käfer, Sammler Balduin. Apropos, für jeden, der nicht dabei ist, ich weiß nicht, ob neue Zuschauer so lange im Video noch dabei bleiben, aber ich werde es in der nächsten Folge von Pokémon noch einmal sagen. Ich bin Nummer 2, nun wird es ernst. Ich werde es nochmal am Anfang der Folge sagen. Und zwar in dieser Challenge, ihr könnt mir eben schreiben, falls ihr nach einem Pokémon benannt werden wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare, ihr könnt es auch hier machen oder beim Ankündigungsvideo von dem Let's Play. Das ist schon ein Weg her. Aber auf jeden Fall, ihr könnt es auch hier reinschreiben. Sagt mir einfach eine Nummer und ich werde, oder sagt mir einfach nur, wie ihr genannt werden wollt. Und ich werde euch einfach nur, ich werde einfach irgendwelche Pokémon nach euch benennen. Genau, ich kann es von Fabian singt. Oh yeah, Schnabel, okay, stirb. Und ja, die ganzen Pokémon hier sind auch. Oh mein Gott! Verdammt, ich habe die ganze Zeit, also irgendeine Antivirus-Meldung. Und deswegen werde ich die ganze Zeit unterbrochen. So, die ganzen Pokémon, die ihr hier seht, so Nato und so Fabian und so, das sind auch alles Zuschauer, die eben nach Pokémon benannt wurden. Etendo und so, David. Alles Zuschauer. So, Myrapla. Nein, wir wechseln nicht, weil Fabian ist sehr effektiv gegen Myrapla. Gyarados wird von Myrapla in den Kampf geschickt. So, das ist sehr effektiv. Und so, Myrapla bei Smash wäre cool. So, yeah. Und Knofenser, du stirbst jetzt auch. Ich meine, du wirst besiegt. Nicht sterben. Ich meine, ihr spielt ja keine Nuzlocke-Challenge. Wir haben ja bis jetzt ein Pokémon verloren. Und zwar den lieben Crossfields, unseren Ratfratz. Der eigentlich so ein gutes Pokémon war. Ich weiß es noch, er hat mir so oft aus der Patsche geholfen. Was zum Teufel, Fabian? Triff's doch mal. Komm schon. So, Schnabel und... Bam! Du bist tot. Ich habe gerade übersteuert, glaube ich. So, Knofenser wurde besiegt, Fabian erhält 216 Erfahrungspunkte, Spieler besiegt, Gyarados. Wie konnte ich verlieren? Ja, du warst einfach nur zu schlecht. So, boah, ich will die Musik weiterhören, aber kann's nicht. Aber ich kann vielleicht langsam unser Pokémon auswechseln. So, Cat Power, du wirst jetzt an erste Stelle gebracht. Und wir gehen drauf. So, hier kommt Nummer 3, ich mache dir das Leben schwer. Es soll sich dreimal singen, ich mache das Leben schwer. Und dann kommt irgendwer, ja, jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Boah, ich bin so ein Lyriker. Ey, ist verdammt gut. Ich habe jetzt Cat Power reingeschickt und Sandand ist mein Gegner, mein Kontrahent. Ja, ein cooles Matchup für Remoraid. Allgemein ein gutes Matchup. Ja, halt ein gutes Matchup, nicht für Sandand, sondern für Remoraid. Bam, bam, bam. Und mal gucken, Brettern. Das ist, ja, ist jetzt nicht so ein krasses Pokémon, was uns jetzt vernichten wird, aber wir sind auch nicht so effektiv dagegen. Ah, verdammt, unser Angriff sinkt. Nein! Was machen wir nur als ein spezielles Pokémon? So, Aquaknarre und la 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 la. Okay, das war genug. Bis bitte nicht zu viel. Okay, das ist nicht viel. Ich bin relativ schlecht darin abzuschätzen, den Schaden, den ich gleich kriegen werde von dem Pokémon, vom Gegner, abzuschätzen. Ich bin sehr schlecht darin. Ich denke manchmal so irgendwie, oh mein Gott, ich bin jetzt tot und dann wird mir nur 2 HP abgezogen und so. Ja, auf jeden Fall, wir sollten über irgendwas reden. Und zwar habe ich mir auch schon ein Thema rausgesucht. So, wir haben Teenager Frieda besiegt. Ah, eiskalt erwischt. Ja, wir reden jetzt über Teenager Frieda. Was hält ihr von ihm? Nein, ich wollte sagen... Oh mein Gott, ich habe mich verschluckt. Ich bin fast gestorben. So, ich wollte etwas über das reden. Und zwar Smash Bros. Ultimate. Ja, ich rede sehr oft und sehr gern darüber. Weil ich mich so krass auf das Spiel freue. Ja, auf jeden Fall, verdammt, ich hätte nicht Cat Power reinschicken sollen. Ich bin Nummer 4. Ich bin jetzt, okay, feminine Stimme rauspacken. Ich bin Nummer 4, bist du müde? War feminin, oder? So, auf jeden Fall. Ich denke, ab sofort spreche ich Mädchen. So, Gyore Una. Ich spreche ab sofort weibliche Charaktere mit meiner normalen Stimme, die ist feminin genug. So, Cat Power vernichte Nidoran. Ja, auf jeden Fall, ich wollte sagen, Smash. Seitdem ich das letzte Mal Pokémon gespielt habe und seitdem wir das letzte Mal über Smash geredet haben, ist ja die neue Direct rausgekommen mit dem besten Charakter überhaupt, der Piranha-Pflanze. Oh ja, das ist... Oh verdammt, Cat Power. Okay, ich gehe nicht auf Ding. Ich gehe nicht auf Risiko, sondern ich heile Cat Power. Denn wenn uns jetzt Nidoran, denn wenn wir daneben treffen und wenn wir von Nidoran getroffen werden und es ein Volltreffer ist, dann sind wir tot. Sind wir nicht, aber es könnte passieren. So, Trank. Ja, ich nehme Trank.
Auf jeden Fall, seitdem wurden eben Fuegro von Ding. Fuegro von. Ja, da. Sie seht ihr, das hat uns getötet. Jetzt sind wir wieder nicht im guten Bereich, verdammt! Catpaw trifft. Ja, es wurden Fuegro, Ken und die Piranha-Pflanze angekündigt und ich bin ehrlich, ich habe mich nicht so sehr auf Fuegro und Ken gefreut. Aber, auf die Piranha-Pflanze habe ich mich schon eher gefreut, weil es einfach so eine coole Idee ist. Das ist 1-1, so Fabian, du bist ein Psycho-Pokémon. Ah ja, stimmt, du hast keine Psycho-Attacken, verdammt. Ja, weil es einfach so eine coole Idee ist und einfach so unique. Und ich meine, sie hätten jeden Charakter einbauen können, aber Piranha-Pflanze, komm schon, niemand hat das erwartet. Aber obwohl ich schon sagen muss, ich hätte gerne, dass eben Gino als DLC noch kommt und Horrorkids vielleicht. So, auf jeden Fall, weil es wurde gesagt, bei den DLCs kommen nur Nintendo-Charaktere. Und ich weiß nicht, ob sie da zum Beispiel Gino dazu zählen. Okay, Horrorkid ist schon klar. Horrorkid ist ein Nintendo-Charakter, das ist eindeutig. Was soll ich sagen? Gino ist von Square Enix. Und ich weiß nicht, ob sie das als Ding werten. Ich habe auch verloren, ob sie das als Nintendo-Charakter oder ob sie das als Square Enix-Charakter werten. Das weiß ich nicht genau. Ich hoffe, sie werten es als Nintendo-Charakter. So, Nirko, mach mal den Typen richtig K.O. Ich bin Nummer 5, dich mach ich platt. Ich hab grad schön gereimt, aber die Mucke war nicht mehr da. Also, eine Herausforderung von Camper Ewald. Mankey, verdammt, ich hätte Dinge drin lassen sollen. Ich hätte den Typen drin lassen sollen. Hieß er Fabian, den Fabian, unser Natu. Lala, Windhose, okay, komm, mach jetzt Mankey tot. Okay, das ist genug. Karateschlag. Boah. Verdammt. Das ist jetzt nicht gut. Ja, okay, David hat noch voller HP, das rettet mich, glaube ich, ein wenig. David hat höhere Verteidigung, sollte er zumindest haben. So, Karateschlag kommt schon mal, schauen, wie viel die abzieht. Okay, passt. Ist ja auch ein Gift-Pokémon, stimmt. Puh, das hätte uns vieles zerstören können. Okay, dann Doppelkick, das war auch ein Fehler, weil Mankey ist ein Kampf-Pokémon, was mache ich eigentlich? So, Doppelkick und BAM! Okay, du bist tot. La 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 da 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 da. So, Nirko erreicht Level 18. Oh yeah, David erhält 142 Erfahrungspunkte. Das war zu viel des Guten. Okay, Lucifer gewinnt. 360 Poké-Dollar. Okay, ich gehe mich mal kurz heilen, weil uns steht ein großer Kampf bevor. La 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 la. So, Azuristi. Oh, wir den ganzen Tag waren wir schon auf der Nugget-Brücke. Nugget. Die Nugget-Brücke. La la. So, okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meiner Put. Okay, und... Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Oh yeah, komm jederzeit wieder vorbei. Das werde ich tun. So. Okay, dann. Route 24 und. Mal schauen, wer ganz vorne ist. Ich glaube, Ding, oder? Nirko, ich glaube, Nirko regelt das schon. Einmal, oh yeah. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Brand gewonnen. Lucifer hält ein Nugget. Lalala, Lucifer packt Nugget in die Tasche. Möchtest du auch ein Mitglied des Team Rocket werden? Boah, geil, ja, Mann! Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Ja, Mann, das will ich auch. Möchtest du beitreten? Nein, ich will. Wirklich nicht. Doch, ich will. Komm schon, werde Mitglied. Okay. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Brauchst du nicht, ich bin überzeugt. Ich werde dir ein Angebot machen, was du nicht ablehnen kannst. So, Lotso. La. Okay, Rettern! Du wirst jetzt dran glauben müssen, Rettern. Okay, Nirko, töte Rettern, ermorde Rettern mal kurz. La, 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 la. Okay, Windhose und... Wie viel zieht das eigentlich ab? Ich denke schon, da genug. Ja, okay, das ist gut. Und Rettern schlägt zurück. Rettern schlägt zurück. Okay, und bis... Oh, verdammt. Das ist nicht sehr schön. La, 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 la. So, Windose. Winddieseldose. 198 Erfahrungspunkte. Und als nächstes wird Zubat von Team Rocket Dupel eingeschickt. Wird Lucifer das Pokémon wechseln? Ja, Lucifer wird das Pokémon wechseln. Okay, und dann ja, Cat Power. Du klärst das schon. La 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 la. La la. Cat Power, okay. Team Rocket Dupel. Aquaknarre. Und stirbt Zubat. Ah, Volltreffer, aber fast. Ah, fast tot.
komm schon, das muss doch mal klappen. Klappen. So, stirb! Bam! Und du bist tot und Catpaw erreicht ein neues Level und gleich kommt meine Antivirus-Meldung wieder. Und Catpaw erreicht Level 18. Yeah, lernst du was? Nein, nichts. Spieler besiegt Team Rocket Triple. Ah, du bist gut! So, Lustwerk gewinnt 84 Poké-Dollar. So, bei deinem Können wärst du im Team Rocket gleich die rechte Hand vom Boss. Denke darüber nach, lass dir diese Chance nicht entgehen. Ja, das stimmt auch. So, auf jeden Fall, Leute, das war genug Pokémon Feuerrot für heute, auch wenn die Folge nicht so lang ist. So, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, aber ich habe noch eine Community-Frage an euch. Ich habe die von letztem Mal vergessen, deswegen, ich werde die in der nächsten Folge beantworten und eure Antworten vorlesen. Ja, auf jeden Fall, ich wollte euch fragen, welches von den bösen Schurkenteams findet ihr am besten in Pokémon? Von allen 7 Generationen eben. Ich finde ja Team Rocket. Team Rocket ist einfach das Coolste. Ja, kann auch sein, dass es an der Nostalgie liegt. Aber auf jeden Fall, ja, das war meine Antwort, Leute. Und ich bin schon gespannt auf eure Antworten. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Daumen hoch da. Falls nicht, dann nicht. Dann, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Feuerrot. Mein Antivirus war wieder da. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.